So, Mike, ich bin ready. Chat, ich hoffe, ihr seid auch ready. Ready. Ja, bin sofort da. Ändere gerade noch den Streamnamen. Ja, wir reden jetzt nicht nur über das Spanien-Wochenende, sondern wann war unser letzter Talk, Mike? Der ist jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen her. War das nicht sogar nach Spielberg, oder? War das nicht vor zwei, drei Wochen? Nach dem zweiten Spielberg-Rennen? Ja, meine ich. Glaube ich, denke ich. Ich bin auch gerade dabei, mir mal nochmal das Endergebnis und so aufzumachen. Oh. Also erst nach dem zweiten Rennen der Saison überhaupt dann, oder? Weil Spielberg war ja eigentlich das zweite Rennen der Saison. Genau, es war dieses Back-to-Back-Rennen. Ich glaube schon. Also ich würde auch sagen, wir quatschen einfach ein bisschen. Ah, Ungarn, schreibt der Chat. Oder was? Ungarn. Auf jeden Fall ist schon ein bisschen was her. Deswegen lass uns doch so ein Fazit jetzt so ein bisschen ziehen. Wir können auch ein bisschen über Spanien quatschen, aber ich habe sehr viel auch Real Life geschaut, da ich eben bei der DTM vor Ort war. Was aber meinst du mit, du hast das Real Life geschaut? Ich bin nach Hause gefahren und habe mir dann so ein bisschen die Highlights angeschaut und natürlich die Schlüsselszenen, habe ein paar Boxenfunks noch mitbekommen, weil das war genau, also es ist ein bisschen, hat sich überschnitten mit dem DTM-Wochenende, deswegen konnte ich es nicht live gucken. Okay, du hast, okay, da muss ich halt auch dazu sagen, ich habe, wenn wir beispielsweise letztes Rennen davor, weißt du, das zweite Silverstone-Rennen, da waren wir in Holland. Und da habe ich wirklich alles gesehen, weißt du, alle freien Trainings, Qualifying natürlich, auch. Rennen auch, war auch mega geil. Also das war, finde ich, ein richtig cooles Rennen, das zweite Silverstone-Rennen. Jetzt zum Spanien-Rennen war ich dann schon wieder zu viel unterwegs, da habe ich mir nur die Highlights angeguckt und halt das Rennen habe ich mir gestern schon live angesehen. Aber ich habe ehrlich gesagt währenddessen mit Lego gespielt auch. Ja, wir haben ja auch den Chat an unserer Seite. Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ich bin auch generell nicht der allergrößte Fan vom Spanien Grand Prix. Also fanmäßig ist da schon was los eigentlich, wenn Corona nicht wäre. Aber so die Strecke finde ich nicht so geil und es ist meistens auch relativ langweilig, ist ein hartes Wort. Aber es gibt so Phasen in diesen Spanien-Rennen, die sind immer ein bisschen tröge. Ich finde, man kann das schon so als langweilig bezeichnen. Ich finde, das ist jetzt wirklich nicht das spannendste Rennen aller Zeiten gewesen. Ich finde die Strecke auch zum Selberfahren jetzt im Spiel, ne? Ich weiß, das ist immer null vergleichbar, aber ich finde, die Strecken, die selber im Spiel Spaß machen, machen auch mehr Spaß zuzusehen. Und Spanien macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ja, Spanien zackt im Game. Also diese eine Links-Rechts-Kurve im zweiten Sektor und die letzte Schikane im dritten Sektor, das ist halt jedes Mal... Da willst du nicht durch. Also ich bin auch nicht der größte Fan der Strecke. Und so war ja auch wohl das Rennen. Also ich habe, wie gesagt, nur die Highlights dann gesehen, beziehungsweise die ersten 10 Minuten des Rennens konnte ich noch mit Laptop Backstage am Lausitzring verfolgen. Aber ich glaube, wir können trotzdem so oder so über ein paar Teams und Fahrer reden. Ich weiß nicht, wollen wir gleich mit Ferrari anfangen oder so? Weil ich finde, wir sollten, ja genau, ich finde das gut, weil die meisten werden eh wissen, wer gewonnen hat und die meisten werden das Rennen ja eh gesehen haben. Das heißt, wir könnten so ein bisschen so die Themen uns rauspicken und von mir aus direkt mit Ferrari beginnen, weil das bestimmt auch die meisten Leute interessiert. Da würde ich dann aber vielleicht erstmal mit Leclerc anfangen. Ja, gerne. Der eigentlich ja eine ganz gute Leistung an dem Wochenende gezeigt hat, so auch was Qualifying angeht, schneller als Vettel gewesen, jetzt natürlich trotzdem nicht geile Positionen im Start gehabt, ich meine, ist immer noch Ferrari im Jahre 2020, schnell sind die nicht, aber dann im Rennen trotzdem ganz gut unterwegs gewesen, bis dann der Dreher kam und der Motor ausgegangen ist. Da frage ich mich jetzt allerdings, ist der Motor vorher ausgegangen oder ist der aufgrund des Drehers ausgegangen? Das weiß ich gar nicht. Also ich kann es nicht final beantworten. Leclerc sagt natürlich selber, dass es wohl am Motor lag. Also er geht aus und dadurch versucht er noch irgendwie den Wagen abzufangen, indem er das Lenkrad bewegt. Also er sagt natürlich, erst ist der Motor aus und dann hat er sich gedreht. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht lügt. So oder so eine Bitte. Ja, das schreibt der Chat gerade auch, ja. Erster Motor aus, dann gebeten. Bitte, also also Leclerc fährt wirklich am absoluten Maximum jedes Rennen. Hat es natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als Sebastian Vettel, da Sebastian Vettel, wie man hört und sagt und spricht, nicht unbedingt mit dem Setup und dem Auto fährt, was ihm liegt. Und ja, die einen sagen, es ist eine Ausrede, die anderen sagen, man wird das merken, weil niemals wird ein vierfacher Weltmeister in jedem Rennen knapp eine halbe Sekunde hinter Leclerc sein. So oder so, unabhängig von Vettel, muss man sagen, dass Leclerc auf jeden Fall immer sehr, sehr gut fährt und selten Fehler passieren. Ich glaube, der einzig krasse Fehler dieses Jahr von ihm war in Spielberg, als er Vettel reingefahren ist,
was auch sehr bitter war. Das war ziemlich mies, ja. Das war nicht seine beste Situation aller Zeiten, ja. Ja, aber er steht aber in der Fahrerwertung auf dem 4. Platz hinter den beiden Mercedes und Verstappen. Das ist mit der, tut mir leid für alle Ferrari-Fans, mit der Krücke dieses Jahr echt keine so schlechte Leistung. Auf jeden Fall. Aber was da ganz interessant war, bei dem, also er hat dann ja auch im Rennen eine gute Leistung gezeigt, bis dann halt der Motor einen Fehler hatte. Aber der ging wohl wieder an, sodass er zumindest bis zur Box fahren konnte. Interessant war dann zu hören, wie er schon gesagt hat, dass er Probleme mit seinem Anschnaller hat, aber trotzdem in die Box gefahren ist, also nicht den Wagen direkt hat stehen lassen, sondern trotz Anschnallerprobleme bis in die Box gefahren ist. Vorher schon angekündigt hat, er hat Probleme damit, er bräuchte Ersatz, aber Ferrari diesen Ersatz noch nicht fertig hatte, als er bei der Box ankam. Das, dann auch so, das haben, glaube ich, nicht so viele Leute mitbekommen, aber das ist halt noch so, bei dem, zu dem wir gleich noch kommen, ist das auch noch mal doppelt traurig. Es ist ja mindestens doppelt traurig. Er selber hat ja auch einen Tweet abgesetzt nach dem Rennen, den können sich vielleicht ein paar hier aufmachen, die es noch nicht mitbekommen haben, da erklärt er die Situation auch noch mal. Und also ich lese aus dem Tweet raus, er war halt dann auch eine Runde hinterher und hat dann einfach angehalten, weil das Rennen war vorbei. So. Also ist maximal bitter gelaufen, ist er jetzt nicht unbedingt schuld, aber es passt einfach zu dieser ganzen Ferrari-Misere, die jetzt schon seit einiger Zeit läuft. Und vielleicht als Übergang zu Sebastian Vettel, das ist halt der nächste Wahnsinn. Ich habe bei dir in der Instagram-Story gesehen, du hast den Boxenfunkverlauf von Vettel und seinem Ingenieur hochgeladen. Ja, nicht seinen kompletten, sondern dann erst, also der komplette ist noch interessanter, den habe ich jetzt erst später festgestellt, weil der da noch ein bisschen Kontext gibt bei der ganzen Situation. Mhm. Also wenn wir mal über die Strategie reden wollen zwischen Vettel und Leclerc, die sind auf unterschiedlichen Reifen gestartet. Vettel auf härteren Reifen als Leclerc. Und trotzdem wurden sie gleichzeitig in der gleichen Runde in die Box geholt. Also obwohl Sebastian Stint eigentlich viel länger gehen sollte mit härteren Reifen. Aber sie haben sich halt trotzdem dafür entschieden. Dann hatte Sebastian dann nur noch rote Reifen. Hat halt gefragt, so wie sieht's denn aus? Was soll ich denn jetzt mit den Reifen machen? Was ist unser Plan? Und dann wurde ihm gesagt, push, push. Also wirklich, hau raus. Und dann hat er das 3 Runden gemacht. Und dann kam, ja, kommst du eigentlich noch bis zum Ende mit den Reifen? Also wollt ihr mich komplett verarschen? Das habe ich euch doch gerade erst gefragt. Und dann meinte sie, ja, wir fragen ja nur. Und dann meinte er, ja, könnte ich hinbekommen. Also ich habe eine Aufgabe für euch. Es Wenn ist genauso gelaufen. Ja, also das ist jetzt übersetzt, aber schon nicht überspitzt. Er hat dann gesagt, ja, wir können es schaffen, aber dafür müsst ihr mir ausrechnen, welche Rundenzeiten ich schaffen muss mit diesen Reifen, um nicht zu viele Plätze zu verlieren. Diese Aufgabe musste er seinem Renningenieur stellen. Und da denke ich mir halt auch, weißt du, wenn das ein anderes Team wäre, die hätten nicht gefragt, kommst du bis zum Ende mit diesen Reifen, sondern die hätten direkt gesagt, okay, würdest du schaffen, diese Rundenzeiten zu machen bis zum Ende? Der muss nicht erst von seinem Fahrer eigentlich die Aufgabe bekommen, was er da ausrechnen muss. Aber Ferrari ist halt echt so, da hast du das Gefühl, Leclerc war raus, also haben die alles eingepackt, weißt du, der Renningenieur war wahrscheinlich schon am Kofferbacken packen und dachte sich, oh shit, wir haben ja noch einen Fahrer auf der Strecke, scheiße, schnell wieder zurück. Wenn es nicht so traurig wäre, es ist halt wirklich genau so. Also Sebastian Vettel dann auch noch im Auto den Strategen geben muss. Und ich meine, eine Woche davor beim Silverstone-Rennen war es ja ähnlich, dass er dann irgendwie auf dem härteren Reifen kürzer drauf war als auf dem weicheren dann. Also irgendwie, es passt einfach zu diesem ganzen Ferrari-Bild. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass im Endeffekt Vettel dann auch zum Fahrer des Tages gewählt wurde. Einfach über 30 Runden auf dem weichen, auf dem roten, dem soften Reifen gefahren. Benutzte sogar, das waren keine neuen soften Reifen, die sie ihm da aufgezogen haben, sondern das waren schon benutzte rote Reifen. Und ich glaube, es waren 37 Runden, die er dann noch auf denen gefahren ist. Und das ist wirklich eine unfassbare Leistung. Also Vettel wurde sehr viel kritisiert, auch zuletzt, weil er hat ja auch Fehler gemacht, darf man auch nicht vergessen. Silverstone, erste Kurve, bisschen über den Körb gekommen, sich gedreht, aber das war... Aber der hat schon viele Fehler gemacht. Ja, in den letzten anderthalb Jahren ist er wirklich so ein bisschen von der Rolle. Da muss man auch dazu sagen, natürlich viel Eigenversagen, aber es ist ja natürlich auch kacke, wenn du dann teilweise ein Setup fährst, was nicht optimal auf dich zugeschnitten ist, wenn du ein Team hast, und das behaupte ich jetzt mal ganz frech, was nicht dich im Fokus hat und wo du auch nicht unbedingt das Vertrauen spürst, wo der Vertrag jetzt ausläuft und es viele Aussagen vom Teamchef Mattia Binotto gab, die dich jetzt auch nicht in eine Wohlfühloase schicken, dann ist es auch schwer, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und deswegen freut es mich sehr, dass er jetzt im Spanien Grand Prix zumindest mal auf diesen wirklich abgefahrenen Reifen noch eine gute Leistung zeigen konnte. Weil diese Reifen, das ist ja bei vielen Teams ein Problem gewesen und bei dieser Hitze in Spanien erst recht und da irgendwie 37 Runden noch in die Punkte zu fahren, ist wirklich eine Glanzleistung, die man auch würdigen muss. Platz 7 im Endeffekt geworden.
Darf man mal lobend herausstellen. Aber die Frage bleibt natürlich, ne? Was passiert jetzt mit Sebastian Vettel? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Ferrari wirklich sich überlegt, ihn vorher rauszuschmeißen. Es gab ja so ein paar Gerüchte, trennen die sich bereits vor Ende der Saison. Hat Binotto auch schon gesagt, das würde nicht passieren. Wird mich auch, also wäre halt ultra krass, wenn sie jetzt irgendwie nach Rennen irgendwas sagen, du Sebastian, lass jetzt schon aufhören, wir nehmen jetzt irgendwen anders. Glaube ich auch Ja, nicht. also da haben ja beide, glaube ich, gesagt, dass das nicht geplant ist. Aber es ist halt trotzdem so schade, sich das anzugucken. Weißt du, also das halt mitzuverfolgen. Vielleicht wird es den beiden gut tun oder den, also Sebastian und halt Ferrari, zu sagen, okay, wir machen es früher schon. Aber ich glaube, Vettel hat trotzdem noch zu viel Bock, Auto zu fahren, auch um früher zu gehen, weil dann müsste er ja warten, ob er, also noch ist ja nicht klar oder zumindest nicht offiziell, ob er wiederkommt und dann bei welchem Team. Und dann wäre er dann ja, könnte er gar nicht mehr fahren und das wird dann ja sacken. Ich glaube, er hat schon richtig viel Spaß am Rennen fahren. Das auf jeden Fall. Also Sebastian Vettel, sonst wäre er, glaube ich, auch, also sonst würden wir gar nicht in der jetzigen Situation sein. Der hat schon Bock weiterzufahren. Die Frage ist halt, wo? Es verdichten sich so ein bisschen die Gerüchte, dass wirklich mit Aston Martin, also jetzt noch Racing Point, es wirklich zu einer Einigung kommen sollte. Da sind wohl angeblich, also bitte die Zahlen mit Vorsicht genießen, 15 Millionen Euro pro Jahr als Gehalt im Gespräch. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber es ist die Hälfte, glaube ich, von dem, oder mehr, weniger als die Hälfte von dem, was er ja von Ferrari bekommen hat. Ja, das ist ein deutlicher Einschnitt, aber immerhin besser als, keine Ahnung, Null. gar nicht zu fahren, genau. Wahrscheinlich dann an der Seite von Lance Stroll. Ich habe gelesen, der nächste Grand Prix ist ja ein Spa. Rund um diesen belgischen Grand Prix soll das dann noch verkündet werden, was halt die mega Kacksituation für Sergio Perez dann wäre. Aber es läuft wohl darauf hinaus. Und man muss sagen, ja, ich gebe es gerne zu, ich bin ein Stroll-Hater, bin ich. Aber diese Saison ist absolut seine solideste Saison. Er hat auch ein Auto, was jetzt ein bisschen besser ist als die Jahre zuvor. Ich bin noch nicht komplett überzeugt von ihm, aber er fährt zumindest nicht Kacke. Und das ist für ihn, um es gemein zu sagen, ein Fortschritt. Ich fand ihn sogar beim Spanienrennen beispielsweise sehr, sehr gut. Was der da am Anfang direkt beim Start abgezogen hat, war eine sehr starke Leistung, wie er da nach vorne geschnellt ist. Da bin ich auch überrascht gewesen, weil ich gar nicht so viel von ihm erwartet habe. Aber von Rennen zu Rennen werde ich immer wärmer ihm gegenüber, also positiver eingestellt ihm gegenüber. Ja, der Start war mega. Also der Start von Stroll war wirklich der beste Start, den ich von ihm gesehen habe. Beziehungsweise in Ungarn ist er, glaube ich, auch ganz gut gestartet. Also hat auch ein bisschen profitiert davon, dass Valtteri Bottas mal wieder den Anfang des Rennens ein bisschen verschlafen hat. Also ich weiß auch nicht. Also Bottas hat von der Qualifying Pace, kann er echt hier und da mit Lewis Hamilton mithalten. Aber sobald es ernst wird, sobald es an den Start kommt oder es kritische Situationen gibt, ich weiß nicht, was mit Bottas los ist. Dann zeigt er immer wieder Nerven. Ist ein bisschen schade, weil eigentlich Max Verstappen holt nicht das Maximum, sondern das Doppelte gefühlt beim Red Bull raus und kann irgendwie mit Hamilton mithalten. Und Valtteri Bottas im Mercedes verliert einfach zu viele Punkte auf eine ganze Saison, um Lewis Hamilton wirklich gefährlich zu werden. Da gibt es immer mal irgendwo ein Rennen, wo er ganz gut ist, aber die Konstanz ist bei ihm Ich leider meine, das ist absolut ja nicht jetzt da. schon so lange so, das sind ja so viele Jahre so, also da habe ich jetzt auch nicht mehr diese Saison dran geglaubt, dass es irgendwie nochmal relevant wird. Ich weiß nicht, ob Bottas selber dran glaubt, dass er es irgendwie schaffen könnte, besser als Hamilton zu sein, weil er ist halt einfach nicht besser als Hamilton. Also, das wird nichts mehr mit ihm. Und ich glaube, Mercedes ist ganz happy, so wie es ist, auch wenn die Zuschauer wieder gerne so was wie Rosberg sehen würden da, statt Bottas, der halt, damit mal wenigstens irgendwie da vorne was passiert. Verstappen ist der Einzige, der wirklich mithalten kann und den Mercedes regelmäßig zeigt oder jetzt zumindest zwei Rennen in Folge zeigt, hey, ich kann auch schnell sein. Und jetzt war er ja auch schneller als Bottas. Im Rennen davor war er sogar schneller als beide. Das ist Absolut. halt schon richtig stark. Aber da sind wir schon vielleicht beim Thema Red Bull, weil das ja auch ein relevantes Thema ist. Weil interessanterweise Albon von Rennen zu Rennen immer mehr zeigt, dass er vielleicht dem Auto nicht so gewachsen ist, wie sich das Red Bull vorstellt. Auch wenn Red Bull immer wieder sagt, ja, wir halten an ihm fest und so weiter und so fort. Er macht dann auch immer tolle Überholmanöver und Red Bull ärgert ihn auch wirklich nicht immer mit den besten Strategien. Jetzt auch in Spanien war es wieder so, dass sie ihn dann, glaube ich, zum Testen auf die Weißen gesetzt haben, damit sie gucken können, ob das was für Max ist oder nicht. Weißt du, du bist halt wirklich dann so der Testfahrer, der diese Teststrategien aushalten muss, um zu gucken, ob Max damit irgendwas anfangen kann. Aber die Ergebnisse werden dann halt so gar nicht eingefahren. Also Albon ist aktuell nicht gut im Red Bull. Und da stellt sich immer mehr die Frage, ob er und wenn ja, von wem er ersetzt wird.
Also Albon ist definitiv zu weit weg. Ich finde, es fehlt ihm vor allem die Pace im Qualifying, weil dadurch, dass er dann irgendwie von Platz 8 oder 7 starten muss, ist das Team auch irgendwann in der Situation, wo sie irgendwie experimentieren müssen, um ihn halt nach vorne zu spülen. Ja. Wenn er irgendwie weiter vorne starten würde, und er ist ja meistens, keine Ahnung, 4, 5 Zehntel hinter Verstappen, das ist einfach zu viel. Man muss auch da wieder sagen, natürlich liegt der Fokus bei Red Bull zu 3 Millionen Prozent auf Max Verstappen, und der Typ nebendran fährt halt mit. Das war bei Pierre Gasly so. Ich glaube, du hast auch Drive to Survive, die Netflix-Doku, Ja. gesehen. Da hast du mal so gehört, wie Marco und also Helmut Marko und Christian Horner, die beiden Verantwortlichen des Teams, wie die über Max Verstappen reden und wie die dann über Pierre Gasly gesprochen haben. Das war immer so, ja, Max ist ein zukünftiger Weltmeister und wir lieben den und der macht das und das ist krass. Und ja, Pierre ist auch dabei. Das ist halt egal, wer neben Max Verstappen fahren würde, ob Alex Albon oder Pierre Gasly oder irgendwann wer anders. Du hast es immer schwer, weil dieses Auto ist einfach perfekt auf Max Verstappen konzipiert. Das ist deren Fahrer und der nebendran muss halt das Maximum da rausholen. Und ich meine, wir sehen, ich weiß nicht, so viel springen von Team zu Team, können wir auch ein bisschen nach hinten drücken, aber Pierre Gasly fährt jetzt auch kein schlechtes Jahr, sobald er wieder weg war von Red Bull. Heißt einfach, du bist, oh, hier klingelt es gerade, heißt einfach, du bist ein bisschen hinten dran hinter Max Verstappen. Ich mache mal kurz die Tür auf, Peter, ich bin gleich wieder Mach da. mal kurz die Tür auf. Ich finde, Red Bull ist immer noch ein interessantes Thema, weil ich hatte auch schon bei Ricciardo das Gefühl, und er hat ja relativ eindeutig gesagt, dass das auch einer der Gründe ist, warum er dann von Red Bull weggegangen ist, dass sie da auf Max Verstappen als die klare Nummer 1 gesehen haben, obwohl Ricciardo ihn ja sogar recht regelmäßig angreifen konnte, Rennen gewonnen hat und so weiter und so fort. Aber auch da hat er sich nicht gleichwertig gefühlt, weil ihm das Team einfach nicht dieses Gefühl gegeben hat. Und ich bin gerade dabei, mir, weil ich bin ja ein recht junger Einsteiger, was Formel 1 angeht. Ich habe, glaube ich, erst mit der Saison 2018 richtig angefangen zu gucken. Und davor hat man immer mal wieder Sachen gehört, aber ich habe jetzt ja die 2010er Saison nachgeholt, die 2011er Saison nachgeholt, bin jetzt dabei, die 2012er Saison nachzuholen. Ne, die 2012 habe ich auch schon fertig. Ich bin jetzt gerade bei 2013. Und da siehst du halt schon recht klar, dass Red Bull das offenbar historisch immer so eine Problematik hat mit erstem Fahrer und zweitem Fahrer, weil da ist Vettel auch klar bevorzugt worden vor Mark Webber. Dadurch, man könnte auch argumentieren, natürlich ist er das, weil Webber hat halt schlechtere Leistungen gezeigt. Vielleicht ist es aber auch andersrum, Webber hat schlechtere Leistungen gezeigt, weil er halt nicht so gepusht wurde wie Vettel. Ist so ein Das bisschen die weiß ich. Teamphilosophie. Ja, genau, also so kommt es mir vor. Ist es so? Also, Also. Red Bull ne, ist ja auch irgendwo eine Marke, die wollen natürlich, also Red Bull konzentriert sich auf die Fahrerwertung. Die wollen da, weil du das maximale Image hast, einen Fahrer haben, der weit kommt. Und das ist dann entweder damals Sebastian Vettel gewesen oder eben jetzt Max Verstappen. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich frage dich mal so: Findest du, Alex Albon ist ein schlechter Fahrer? Er kam mir nie schlecht vor, aber jetzt gerade wirkt es so, meiner Meinung nach. Also im Red Bull wirkt es gerade so, als wäre er kein guter Fahrer. Weißt du, was mir Aber. die Beispiele Alex Albon, Pierre Gasly und auch Sebastian Vettel zeigen? Es ist unfassbar wichtig, dass du dich im Auto wohlfühlst und auch ein Team hinter dir hast, was, ja, was sich, du musst ja nicht bevorzugt werden, aber einfach was hinter dir steht und dir Vertrauen gibt. Ich finde, es zeigt einfach krass, wie Fahrer an Leistung verlieren, sobald sie natürlich den Druck spüren und eben nicht das optimale rundherum Umfeld bekommen. Und ich glaube, Erben ist einfach, also wenn du ihn hörst im Boxenfunk, der ist ja auch ganz anders am Funken wie letztes Jahr. Der ist ja jedes Mal fast schon panisch oder hektisch in Spielberg oder so am Funken, beschwert sich über die Strategie, ist am Meckern im Qualifying, dass er Traffic hat, oft auch zu Recht, aber allein diese fehlende Ruhe, der, wie ich fand, letztes Jahr im Toro Rosso hatte, ist halt, ne, macht auch eine Leistung her. Und man muss auch sagen, ja, er ist nur auf Platz 6 bzw. 5 in der Fahrerwertung mit 40 Punkten, hat 55 Punkte weniger als Verstappen. Er hätte in Spielberg zum Beispiel auch gewinnen können, wenn dieses Hamilton-Manöver nicht gewesen wäre. Also er hat auch Ja. hier und da ein bisschen Pech. Alles in allem glaube ich, dass Gasly und Albon wahrscheinlich fahrertechnisch auf einer Stufe stehen. Also Gasly war ja auch also maximal schlecht letztes Jahr und jetzt ist er für mich einer der besten Fahrer im Feld, die das Beste aus dem Auto rausholen. Und deswegen, ja, also wenn du Albon raushaust bei Red Bull, es gibt ja viele, die sagen, das wird im nächsten Rennen passieren. Wen setzt du dann dahin? Nochmal Ja, du Gasly? kannst halt nee, das bringt halt nichts, glaube ich, ne? Dann passiert genau das Gleiche wieder. Also, das ist halt so belastend, aber das zweite Auto ist einfach verflucht. Also, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand anders außer Max Verstappen mit diesem Auto klarkommen würde. Also, Ricciardo kam damit klar, gut, aber das Auto hat sich seitdem natürlich auch noch ein bisschen Ja, geändert. aber Aber Ricciardo der kriegen hat ja sie auch nicht keinen mehr. Bock mehr gehabt. Weißt du, das ist ja auch Ja. wieder stellvertretend. Ricardo hat ja gesagt, ich verlasse Red Bull, weil, also das hat er nicht so gesagt, aber ich glaube, das war für alle eindeutig zu sehen. Er verlässt Red Bull, weil er eben nicht das Gefühl hat, dort,
er gewollt zu sein, der Nummer-1-Fahrer zu sein, sondern er war ja dann nur noch auch Beiwerk. Und ja, das habe ich vorhin auch gesagt, als du gerade an der Tür warst, so kam ich dann drauf, auch noch auf Vettel. Genau. Also das ist wirklich so ein Red Bull-Problem, ja. Deswegen, es ist einfach schwer in dem Max Verstappen. Und man, also das soll auch gar nicht die Leistung von Max Verstappen schmälern, weil der fährt wieder ein unfassbares Jahr. Ich habe ihn sogar, ich finde Max Verstappen nicht immer sympathisch, bin ich auch ehrlich. Er hat eine riesengroße Fanbase. Im Rennen war er jetzt ein bisschen pissig. Genau, darauf will ich hinaus. In Silverstone fand ich ihn super lustig, super cool. Am Boxenfunk auch mit, ey, wir müssen jetzt Mercedes angreifen, wenn wir dahinter bleiben. Ich bin ja keine Oma, irgendwie so, war super lustig. Und Stay Hydrated, alles lustige Sachen. Und er ist auch gerne mal jemand, der seine Meinung sehr offen und direkt sagt, was oft auch wichtig ist. Aber jetzt diese Spanien-Geschichte, da war wieder so wie so ein kleiner, verzogener Junge, der irgendwie auf einmal den Strategen machen möchte. Und dann wurde von Helmut Marko auch nach dem Rennen gerüffelt mit, wir machen die Strategie und ich mag's Verstappen. Da fand ich ihn wieder so ein bisschen, also das ist genau der Max Verstappen, den ich nicht mag. Und der ist echt von Rennen zu Rennen mal anders. Also so ein ganz schmaler Grat zwischen Mann, der ist cool und fährt richtig krass und ist richtig jung und richtig talentierter Fahrer. Und dann ist es wieder so ein bisschen, er ist verzogen und daneben in seinem Ton und schweift so ein bisschen Richtung Arroganz ab. Und deswegen bin ich bei ihm immer so ein bisschen zwiegespalten. Also nicht, dass ich trotzdem finde, das passt aber, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich finde, das passt ganz gut so generell zu Formel-1-Fahrern, weil die meisten, zumindest aus dem aktuellen Feld, kommen ja aus nicht gerade schlechten Verhältnissen. Und sind vielleicht halt so Rich Boys, so die viele sind nett, wenn es gut läuft, aber wenn es scheiße läuft, dann zeigt sich so das wahre Gesicht. So. Also zum Beispiel jemand, der eine krasse Entwicklung gemacht hat von der Persönlichkeit, kann man jetzt auch mögen, muss man aber nicht, ist Lewis Hamilton. Der kommt ja ein bisschen aus ärmeren Verhältnissen. Der hatte ja auch krasse Phasen mit Nico Rosberg und ich finde wenn du siebenmal, also wenn du zig Weltmeistertitel sammelst und alle Rekorde brichst, bist du auch vielleicht irgendwann ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter. Aber der hat auf jeden Fall menschlich, glaube ich, auch eine Entwicklung durchgemacht, die man sieht. Also wenn du dir Interviews von Lewis Hamilton 2010, 2011 anschaust und jetzt, das ist schon krass, wie der gereift ist, was natürlich auch Hashtag blessed. Ja, gut, manchmal muss man auch sagen, ist ein bisschen drüber, ja, also manchmal schwebt er auch ein bisschen, aber er führt auch viele Dinge ein, die wichtig sind und ist auch ein Sprachrohr von den Fahrern hier und da. Also ich finde, ja, also Chat schreibt doch gerade, Hamilton ist Schmutz. Das meine ich ja. Es gibt viele, die ihn super, super mögen und es gibt viele, die genau das eben nicht mögen, weil sie sagen, konzentriere dich eben aufs Fahren und lass den Rest. Kann man so oder so sehen, aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel zu sagen, dass Fahrer sich auch verändern können. Ich glaube, der einzige Fahrer, der immer gleich war, ist Kimi Räikkönen. Dem ist immer alles egal. Manchmal ist er genervt und sagt zu seinem Funk, die sollen die Schnauze halten, ich mach das schon. Aber ansonsten, ja, ich finde, Hamilton ist, glaube ich, gelangweilt, ehrlich gesagt. Ja. Er muss ja nichts tun. Also das ist ja, er wird halt nicht gepusht. Klar, ja, ist er aktuell chillig. Was meinst du, was passieren würde, wenn er wieder so jemanden wie Rosberg da bei sich im Team hätte? Das wäre dann spannend. Ich weiß nicht, ob der da so entspannt wäre, sondern dann wäre er halt auch wieder krass. Gerade schreibt bei die Kayumi, ich habe ihn früher überhaupt nicht leiden können. Mittlerweile mag ich ihn und freue mich über seinen Erfolg. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kommentar, der so diese Entwicklung beschreibt. Aber Peter hat natürlich recht. Also wenn er gleich einen Konkurrenten bekommen würde, der auch ein bisschen aggressiver wäre als Valtteri Bottas, und das ist jetzt nicht so schwer, vielleicht würde er sich dann auch wieder anders verhalten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt gerade in so einem Sport auch nicht ungewöhnlich. Ich glaube, wenn du nicht sauer wirst, wenn du das Gefühl hast, ungerecht behandelt zu werden, dann bist du da, glaube ich, vielleicht auch nicht an der richtigen Stelle. Du musst immer erstmal dich als allererstes im Recht sehen. Alle anderen haben keine Ahnung, weil du bist der Topfahrer, du bist der Leistungssportler und so weiter. Ich glaube, das ist einfach aus so in Anführungszeichen eine Berufskrankheit und dieser pure Ehrgeiz, der dann in den Sportlern steckt, teilweise. Okay, ich fand ein Kommentar von Christopher Pfoser, den will ich nicht vergessen, der hat nämlich gesagt, wichtige F1-Themen abseits von Rennen. Ja. Eins Party-Modus/Motor-Mappings künftig gleich für Quali und Rennen. Mhm. Kein Turn 5 Mode 7 for 5 Seconds, denn Mode 3 for 10 Seconds. Das heißt, die Motor-Modi während des Qualifyings müssen die gleichen sein wie die im Rennen benutzt werden. Genau, man darf die Motoreneinstellungen nicht mehr verändern. Die ganze Geschichte hat so einen kleinen Beigeschmack, weil das einfach jetzt ab Spa schon zählt. Also es ist einfach von der FIA jetzt beschlossen worden, ab Spa machen wir das. Wo natürlich viele sagen, also welches Team profitiert am meisten davon, dass es diesen Party-Mode oder Quali-Mode hat? Mercedes. Also viele sagen, das machen die natürlich, um dann wieder den Rest des Feldes wieder näher drankommen zu lassen. So hat das Lewis Hamilton auch auf der PK kommentiert.
Es gibt aber andere Stimmen, die sagen, das bringt gar nichts. Mercedes bleibt trotzdem die Zehntel, die sie haben, weiter vorne weg. Ja, können die nicht trotzdem dann einfach, dann haben die halt eine Motoreinstellung im Rennen, die sie aber nie benutzen? Also du musst ja, du kannst ja trotzdem, oder gibt's dann immer nur noch einen einzigen Motormodus und man also darf überhaupt nicht zwischen irgendwelchen hin und her schalten? Genau, so wie ich es verstanden habe, darf es nur noch einen einzigen Motorenmodus geben. Ich glaube aber trotzdem, dass der von Mercedes halt stark genug ist, um den Vorsprung nicht zu verlieren. Aber es ist halt seltsam, dass es das so plötzlich mitten in der Saison passiert. Weißt du, normalerweise kommt das ja nach der Saison, neue Reglement oder so, aber so mittendrin ab Spa zu sagen, ey Leute, wir ändern das mal ganz kurz, ist schon ein bisschen strange. Muss man mal gucken, inwiefern sich das ausübt. Also der lustigste Kommentar dazu war Kimi Räikkönen im Alfa Romeo, der einfach gesagt hat, wir haben eh keinen Party-Mode. Ist uns egal. Das ist echt wieder typisch gewesen. Deswegen, ja. Also okay, dann nur noch ein Motormodus. Jetzt schreibt nämlich auch hier einer German City, das war nämlich auch mein erster Gedanke, kein Szenario 7 mehr für die letzte Runde dann. Okay, ja. Das heißt, sie müssen sich auf einen Modus einigen, der halt die perfekte Mischung aus Leistung und Verschleiß ist, weil sie ja die Teile nicht so häufig wechseln dürfen. Und so eine wichtige Entscheidung fällen sie einfach mal mitten in der Saison. Das ist schon krass, genau. Das ist ja schon ein riesengroßer Einschnitt eigentlich, weil ich glaube, die Motorenmodi sind schon ganz wichtig gewesen. Ja, eben, deswegen, also das ist genau das, was ich auch sage. Kann man gerne drüber diskutieren, aber mittendrin ist es schon ein bisschen strange, ja. Und jetzt lese ich ja noch nur für den Verbrennungsmotor, nicht für die E-Teile des Motors. Na gut, da bin ich jetzt technisch nicht genug drin, auf was sich genau das bezieht, aber es soll auf jeden Fall nur noch Motoreneinstellungen geben. Okay, ja. Da steht jetzt hier nochmal, das bezieht sich speziell auf den Verbrennungsmotor und nicht auf die gesamte Power Unit. Ah, okay. Ah, das ist dann natürlich, also dann gibt es aber immer noch einiges einzustellen dann theoretisch. Eine andere Sache, die da noch angesprochen wurde, ist, dass Red Bull dann damit droht, einfach mit vier gleichen Autos anzutreten, wenn Racing Point nicht weiter bestraft wird, weil Racing Point benutzt ja, die wurden ja eigentlich gerügt dafür und sogar bestraft dafür, dass sie offensichtlich illegale Dinge getan haben mit diesen Brake Ducts bei ihren Racing Point Auto. Genau, es geht um die Bremsbelüfter. Ja, genau, und diese Bremsbelüfter benutzen sie jetzt aber einfach weiter und die anderen Teams werden weiterhin pro Rennen immer regelmäßig sagen, so, das geht aber nicht und dann halt bei der FIA halt dagegen vorgehen, also hier was einreichen. Da müssen wir ganz kurz die Keule rausholen. Wie schlecht und wie wenig transparent kann man sich als Verband eigentlich verhalten in so Geschichten? Ich fand das letztes Jahr schon ziemlich schlecht mit Ferrari, als es diesen illegalen Motor gab und es ewig gedauert hat, bis irgendwas bei rumkam bei der Untersuchung und dann auch so halb unter den Tisch oder Teppich gekehrt wurde, wie man die jetzt wirklich bestrafen möchte. Das war auch so eher halbgar. Und jetzt dieser Racing Point-Geschichte genauso. Racing Point und Mercedes immer so gesagt, ja, nee, ist alles sauber, haben wir vorher geklärt, ist super. Dann kommt Renault nach dem ersten Rennen daher und protestiert dagegen. Und dann geht es speziell um die Bremsbelüfter, wo die FIA wohl nicht ganz genau hingeschaut hat vorher. Hä? Muss man jetzt jedes Teil konkret protestieren, damit sie sich das richtig anschauen. Und dann kommt so eine Larifari-Strafe, also zu sagen, wir ziehen 7,5 Punkte pro Fahrer ab, also 15 Konstrukteurspunkte und erteilen dem Team eine Strafe von 400.000, ich glaube Euro waren es, also ich glaube, da lacht Kollege Stroll ziemlich drüber, das ist halt, und ihr dürft weitermachen, also dann macht das ja jedes Team, ja komm, zieht uns 15 Punkte ab und wir fahren dafür jedes Mal in die Top 5 und holen an einem Wochenende allein 15 Punkte, also das ist irgendwie... Ja, es gibt so unterschiedliche Meinungen bei uns im Chat. Einer schreibt beispielsweise, die können doch aber auch das Wissen über die Bremsbelüftung jetzt nicht einfach wieder vergessen. Ja. Das ist jetzt einfach da. Was sollen sie denn jetzt machen? Wenn mit dem jetzigen Wissensstand würden sie wahrscheinlich die Bremsbelüfter genauso bauen, wie sie sie jetzt haben. Also warum sollten sie sie nicht weiter benutzen? Ja, da muss vielleicht eine härtere Strafe kommen als diese 15 Punkte. Also muss sie halt überlegen, was gleicht das wieder aus, dass sie jetzt mit die ganzen Rennen mit illegalen Bremsbelüfter gefahren sind. Weil Umkehrschluss ist natürlich, darauf will die erste Frage ja hinaus, dass dann Alpha Tauri und Red Bull sich einfach komplett absprechen und dass es dann sozusagen vier Red Bulls gibt und nicht wirklich zwei unterschiedliche Teams, weil das ja mehr oder weniger erlaubt sei. Und deswegen, ich finde das auch wieder nicht so clever gelöst und in dieser ganzen Geschichte verhält sich wieder einer ein bisschen seltsam, Mattia Binotto, der halt sagt, ich fordere von der FIA mehr Transparenz. Digga, du hast letztes Jahr genau die Scheiße gemacht, wo es keine Transparenz gab und jetzt sagst du bei Racing Point, du forderst mir Transparenz. Also da könnte ich mich auch Stunden drüber aufregen. Das ist wieder nicht clever gelöst und wahrscheinlich wird das ganze Thema uns auch die ganze Saison über begleiten, was da jetzt wirklich erlaubt ist und was nicht. Und ist ein ziemlich nerviges Thema.
Ich habe dazu jetzt, wo ich diese Saisons nachhole, auch nochmal zwei Videos gesehen. Einmal ein Video über das Lie-Gate und dann gab es aber noch ein Gate. Irgendwas Schlimmes ist da noch passiert, aber ich habe wieder gerade vergessen, worum es ging. Aber in all diesen Videos, die ich darüber geguckt habe, war es bei der FIA, wirkt es immer so als, also irgendwie wirken die immer strange, ehrlich gesagt. Also ja, nicht Formel so 1. Wirklich. Ja, die Formel 1 hatte schon mehr Gates als irgendein Flughafen, ohne Spaß. Ja. Viele Gates. Spygate, genau, Spygate war auch interessant. Alter, das ist so die krasseste Story überhaupt, wie dann ein Ingenieur McLaren so von Red Bull McLaren einfach so Geheimtipps gegeben hat und so komplette Pläne von allem, wenn ich mich recht entsinne. Crashgate, stimmt, habe ich auch gesehen. Das war auch so richtig abgefahren. Crashgate war das, wo Flavio Briatore gesagt hat, yo, du Sohn von Piquet Junior, du musst jetzt da crashen, damit wir ein Safety Car bekommen. Damit Fernando Alonso wenigstens ein Rennen gewinnt. Ja, ey, das seitdem, ist so weird. Seitdem gibt es keinen Flavio Briatore mehr in der Formel 1. Also gab es schon echt paar geile Gates. Pascal Lansky also. Schreibt gerade noch bei mir, die Lüfter sind ja legal, nur das Klauen von Mercedes wäre illegal, also dürfen sie es auch weiter benutzen. Ja, aber also wenn du das Klauen von Mercedes so schwach bestrafst und sagst, danach darfst du es nutzen, das ist ja genau das Problem. Schon klar ist, die Lüfter als solche dann legal sind, wenn Mercedes sie auch nutzt. Aber das Klauen sozusagen, das muss dann anders bestraft werden, weil sonst so viele andere Teams machen. Ist auf jeden Fall ein leidiges Thema. Gibt ja auch viele, die sagen, mein Gott, so ist es wenigstens ein bisschen mehr spannend da vorne. Ja, da fehlt es einfach an einer konkreten Regelung, was geht und was nicht geht. Und ich finde es einfach traurig, dass es wieder so ein Protest von Renault braucht, damit die FIA da wirklich, also das ist halt nicht cool gelöst. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ob jetzt diese weiteren Beschwerden dann abgetan werden, so nach dem Motto, die Strafe ist ja schon raus, oder ob sie jetzt für jedes Rennen irgendwie nochmal eine Strafe bekommen. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Also Racing Point kommt mir ja so vor, als wäre für die jetzt alles durch und die machen jetzt halt weiter. Der Basti bei dir im Chat schreibt gerade ganz schön, ich habe eine Bank überfallen, aber das Geld ist kein Falschgeld. Darf ich es behalten? Dankeschön. Schönes Beispiel. Gut, Basti. Ja, aber was ja so ein bisschen weird ist, ist, dass der Bankdirektor sich nicht beschwert. Ja. Also Toto Wolff findet das ja alles ganz cool und verteidigt Racing Point, wo er nur kann. Das, was halt immer wieder diese Theorien, die ich dann auf Reddit und so lese, befeuert, dass Toto Wolff bald weg ist und vielleicht sogar zu Racing Point geht. Was ich mir halt überhaupt nicht vorstellen kann. Er hat ja, das ist noch eine wichtige Info, er hat ja Anteile an Racing Point Aston Martin. Deswegen ist die ganze Toto Wolff-Personalie ja sowieso eine schwierige, weil er eben eigentlich mehr oder weniger an beiden Teams drin hängt. Er hat halt keine sportliche Verantwortung bei Racing Point, da ist er komplett raus, sondern nur bei Mercedes. Aber er hat profitiert finanziell, wenn Racing Point gut abschneidet und als Marke steigt, beziehungsweise dann Aston Martin. Deswegen, er hängt schon in beiden Teams drin. Ey, dass das überhaupt erlaubt ist, finde ich schon nicht richtig. Nee, es führt ja noch weiter. Toto Wolff, ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, aber Toto Wolff zum Beispiel ist ja auch der Agent oder Manager von Valtteri Bottas. So. Jo. Toto Wolff mag auch Sebastian Vettel sehr gerne, aber wenn sein einer... Und von Ocon ist er auch der Manager, genau, oder? Genau, von Ocon ist er auch der Manager, deswegen war die ganze Renault-Geschichte ja auch ein bisschen schwierig. Also da kann die Formel 1 auch vielleicht ein bisschen mehr klar diese ganzen Teams voneinander trennen. Deswegen, ist ein bisschen schwierig. Also ja, Sir Hamilton schreibt gerade, er ist in Aston Martin drin, nicht im Formel-1-Team. Aber wenn Aston Martin die Marke ist und das Formel-1-Team von Aston Martin ist, ist natürlich klar, dass er es gut findet, wenn Aston Martin gut dasteht, oder? Also es ist ja dann nur einen Schritt weiter, den man denken muss. Ja, da fehlt es auf jeden Fall an klaren Regelungen. Ich hoffe sowieso, ich gucke die ganze Zeit auf Jahr 2022, wenn die ganzen Regeln angepasst werden und es vielleicht eine Gehaltsobergrenze gibt. Weil ich glaube, dieses Deckeln von Kosten treibt das Feld näher zusammen und das kann der Formel 1 nur helfen. Es macht ja keinen Spaß, wenn Mercedes im Qualifying eine Sekunde schneller ist. Nee, definitiv nicht. Und mich würde mal interessieren, ob es sowas schon mal gab, dass ein Team eine Sekunde schneller ist als alle anderen im Qualifying. Weil, wie gesagt, ich bin ja noch recht neu dabei. Also so beständig glaube ich nicht. Also es gab tatsächlich mal, die Ferrari-Zeit von Schumacher war auf jeden Fall mal eine krasse. Renault hatte auch einen gewissen Vorsprung damals und später mit Alonso, aber wirklich konstant über egal welche Strecke eine Sekunde schneller zu sein, ist wirklich sehr, sehr krass. Also es ist leider ein bisschen traurig. Also wenn, dann vielleicht der Ferrari von Schumacher damals, aber das ist auch schon länger her. Ja, viele sagen ja auch, der damalige Besitzer der Formel 1 hätte auch immer schneller reagiert, um da mehr Ausgleich zu schaffen und dann Ferrari ausgebremst oder so, aber Bernie Ecclestone, über den gibt es ja auch viel Negatives zu sagen, aber das habe ich jetzt schon auf jeden Fall gelesen, als wäre das was Positives. Einiges Negatives sagen, ja.
Ja. Ja. Wir haben wir vielleicht schon ein paar Teams, über die wir reden können? Ich finde, Renault kann Ach man auch so. mal erwähnen, weil Renault Ja, war die in waren richtig Silverstone. In Silverstone waren die richtig gut und in scheiße. Katalunya waren sie so richtig kacke. Ja. Also da wurde Ricciardo gerade noch irgendwie, warte, was wurde der am Ende? Ich muss mal kurz gucken. Ricciardo war am Ende 11. Also der erste Verlierer, was die Punkte angeht. Ocon wurde 13. Und davor das Wochenende sind sie irgendwie rund um die Top 5, 6, 7 gefahren. Ja, da hatte ich auch Ricardo bei mir in meinem Formel 1 Fantasy Team. Vielleicht haben wir da letztes Mal eigentlich auch drüber gesprochen. Das Ja, können haben wir wir vielleicht beide. am Ende nochmal machen, wie unsere Situation da ist. Aber ja, Renault hat mich dieses Rennen sehr enttäuscht. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass der neue Besitzer, Gesellschafter, CEO, irgendeine neue hohe Figur bei Renault war auch das erste Mal jetzt beim Rennen dabei. Das ist ein Top-Augenblick. Ja. Ja, Die Gelben da wirklich hinten, das sind perfekt. wir. Ja, das Also ist da muss natürlich. man, da kann man vielleicht auch mal kurz Fazit ziehen bei Renault. Also Esteban Ocon gilt ja als, oder galt vor 2 Jahren schon als Riesen-Formel-1-Talent und der fährt jetzt auch nicht so schlecht, aber So geil fährt er jetzt auch wieder nicht. genau, und dafür muss dann Nico Hülkenberg weichen, der in Silverstone eine Mega-Story geschrieben hat. Das tut mir ja so ein bisschen weh, dass er tatsächlich immer noch kein Team hat. Da hoffe ich sehr, dass Hülkenberg vielleicht nächstes Jahr wieder einsteigen könnte. Es soll ja Gespräche mit Alfa Romeo geben. Da läuft ja aktuell der Vertrag von Kimi Räikkönen aus. Ich fände es schon sehr, sehr cool, wenn Hülkenberg es nochmal irgendwie schaffen sollte, weil vom Racing-Talent ist er ein ganz großer, auch wenn er es nie geschafft hat, auf dieses blöde Podium zu kommen, hat er fast immer das Optimum aus dem Auto rausgeholt. Luca de Meo ist der neue Geschäftsführer von Renault, CEO seit 2020. Und das war jetzt wohl das erste Rennen, was er sich angeschaut hat. Ich möchte Aber ja, ich stimme. Ja, hau raus. ganz kurz Props an Marielle in deinem Chat raushauen, die, glaube ich, in Minutentakt erklärt, wer ich bin. Vielen lieben Dank, Marielle, für diese Aufklärung. Ja, Renault, also Cyril Abiteboul, der Teamchef von Renault, der steht ja, also, das haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon besprochen, selber mit dem Rücken zur Wand, weil er in den letzten Jahren halt super viele Fahrer hat gehen lassen und Abfindungen zahlen musste, um halt neue Fahrer zu holen. Und Renault hat ja eigentlich den Anspruch, vorne mitzufahren. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Deswegen, der muss auch langsam liefern. Und wenn dann jetzt ein neuer CEO daherkommt und dann gleich mal ein Rennen sieht, wo es nicht so läuft, ich glaube, wird schwitzig für den Kollegen. Ja, ich hoffe halt nicht, dass die aussteigen. Das wäre halt dann Das wäre belastend. Da habe Kacke. ich sowieso immer Angst vor, dass wenn dadurch das Mercedes halt sowieso alles dominiert, dass irgendwann die anderen sagen, ja, das macht halt keinen Sinn. Wir gehen halt alle. So, und das wäre dann natürlich richtig traurig eigentlich. Ja, Aber ich, wenn ich halt so drüber nachdenke, so, da wird vielleicht ein Platz frei bei Alfa Romeo oder so, aber hat man da dann Bock zu fahren? Also ich meine, gut, Ja. vielleicht kriegt Ferrari natürlich wieder die Kurve und ist nächstes Jahr voll krass mit einem Motor am Start, sodass Alfa Romeos wieder schnell sind, aber ich Ja, glaube stimmt nicht. schon. Also ich glaube auch, dass nächstes Jahr, also bis 2022 wird sich, glaube ich, nicht so viel am Teamgefüge tun. Das ist halt die Frage, fährst du lieber im Alfa Romeo mit oder gar nicht? Und wenn du mehr als ein, Ja, zwei ja. Jahre aus der Formel 1 raus bist, schaffst du es meistens nicht mehr zurück, außer du heißt Fernando Alonso. Aber Deswegen, die ich glaube, Motoren Hülkenberg. werden gar nicht geändert für nächstes Jahr, wird gerade im Ah ja, Chat geschrieben. stimmt. Sehr gut, Chat, ist richtig. Eben durch die Corona-Situation hat man sich darauf geeinigt, um nicht. Sonst müsste man ja parallel an zwei Autos arbeiten, weil du für 2022 die neuen Regeln einhalten musst. Stimmt. Also, Alfa Romeo vielleicht nicht der geilste Spot. Nee, ganz sicher da nicht der geilste Spot. Ja, deswegen, ja, aber gut, wahrscheinlich besser als nichts. Und ja, über Haas können wir auch mal reden. Also Alter. Grosjean und Magnussen und das Team Haas bekleckert sich aktuell nicht mit Ruhm. Das ist einfach so bitter. Jetzt, wo ich die alten Rennen nachgeguckt habe, war es so witzig zu hören. Also ich glaube, Günther Steiner war mal der Renningenieur von Checo Perez, weil der klang zumindest exakt so wie Günther Steiner. Ist aber jetzt schon, wie gesagt, ein paar Jahre her. Ich glaube 2010 oder 2011 oder 2012 oder so. War aber richtig geil, dann immer den zu hören. Die haben sich auch gegenseitig die ganze Zeit immer verarscht übers Radio. Ja, aber ja, Haas sagt, also wenn Gene Haas da nicht bald sagt, das ergibt alles keinen Sinn mehr, würde mich da zumindest wundern. Und da habe ich echt Angst vor. Also Haas ist wirklich das Team, was so am knappsten vorm Aussteht. Also abgesehen von Williams, die wahrscheinlich nur noch dabei sind, weil Papa Latifi gesagt hat, hier nimmt mal meine kanadischen Millionen. Ja. Aber also jedes weitere Team tut der Formel 1 gut. Also wenn man kurz mal abschweifen möchte, ihr müsst euch bitte mal die Formel 3 Rennen anschauen, wenn ihr es nicht tut. Da fahren 30 Autos mit. Okay, die Leute sind ein bisschen jünger und ein bisschen unerfahrener, aber da hast du Dauer-Action, weil halt auch einfach so viele Autos auf der Strecke sind, dass überall irgendwo ein Überholmanöver ist. Also ich fände es nicht schlimm, wenn in der Formel 1 statt, keine Ahnung, 20
keine Ahnung, lass 24, 26 Fahrer fahren würden, weil du einfach mehr Action auf der Strecke hast. Wird vielleicht ein Hamilton nerven, weil er mehr überrunden müsste, aber wäre auf jeden Fall mehr los. Ich glaube, die Formel 1 hat da gar nichts gegen, das kann sich nur keine Sau leisten irgendwie. Genau. Und deswegen gucken wir auf 2022, wenn es diese Kostendeckelungen gibt und vielleicht dann andere Teams sich noch dazu entschließen, vielleicht irgendwelche asiatischen oder was weiß ich was, sagen, vielleicht versuchen wir es nochmal. Weil der Motorsport als solcher hat das natürlich auch Corona-bedingt nicht so einfach. Ich glaube, da kann ich mit der DTM-Erfahrung, die ich jetzt ein bisschen sammle, auch was erzählen. Es ist nicht so einfach, Rennen abzuhalten, wenn keine Fans erlaubt sind, weil auch die ganzen Strecken nicht alle ultra reich sind. Ja, das bekommt man ja auch immer mal wieder mit. Manche Strecken können es sich ja nicht leisten, dass da Formel 1 auftritt. So, das ist halt so weird. So, wie kann das überhaupt passieren? Grüße nach Hoffenheim, ja. Ja, was ist das für eine Logik? Also, eine Strecke sollte doch richtig viel Cash machen durch Formel 1 eigentlich. Christopher schreibt, Günther Steiner war nicht der Renningenieur von Perez, er war technischer Leiter bei Red Bull bis Ende 2014. Da war es halt jemand, der ähnlich klang. Der klang dann wirklich sehr ähnlich, muss ich sagen. Es ist aber traurig, weil letztes Jahr Hockenheim, dieses Regenchaos, war ja eines, vielleicht nicht sogar das geilste Rennen der Saison, weil einfach unfassbar viel passiert ist. Also, wenn jetzt Hockenheim gewesen wäre statt Katalunya, wäre es, glaube ich, ein bisschen spannender gewesen. Deswegen ist es tatsächlich schade. Und ja, also irgendwann kann es halt sein, dass wir nur noch in Dubai und Singapur fahren. Das ist dann vielleicht auch irgendwo schade. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, dass wir jetzt ein paar ältere Strecken wieder in den Kalender geschafft haben. Ist ja voll die Nostalgie, dass man wieder in Imola und keine Ahnung was fährt. Ja, also da muss man auch mal vielleicht sagen, so wenn wir halt darüber reden, dass halt Teams kein Geld haben, beziehungsweise keinen Bock darauf haben, dass Mercedes so geil ist, muss man wirklich sagen, dass Mercedes halt wirklich unfassbar gut ist. Also ich verstehe auch nicht, warum die anderen Teams so schlecht sind, in Anführungszeichen, oder ob Mercedes einfach unnormal gut ist. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie heiß es in Spanien auch wieder war und dass sie ja so einen Dämpfer vom letzten Rennwochenende eigentlich mitgenommen haben, das hat sie halt null interessiert, weißt du, die Mercedes, Reifenmanagement, alles überhaupt gar kein Problem. Super schnell, Hitze, kein Thema. So, also obwohl obwohl das ja immer so ein Thema war für die eigentlich, aber da haben sie sich nicht interessiert für. Das fand ich auch ganz interessant, da hat der technische Leiter von Mercedes, ich habe den Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm, drüber gesprochen, dass der Unterschied war, also in Silverstone war es brutal heiß, aber in Spanien eben auch. Da sind alle davon ausgegangen, okay, die Mercedes kacken wieder voll ab, weil die Reifen haben da ja überhaupt nicht gehalten. Abgesehen von der softeren Mischung in Silverstone ist es aber so gewesen, dass durch das Setup, was sie hatten, sich Bläschen krass gebildet haben auf den Reifen. Und wenn sich ganz viele Bläschen an einer Stelle bilden, reißt der Reifen natürlich eher. In Katalunya konnten sie es umstellen, dass zwar der Reifen immer noch hart belastet wurde, aber diese Bläschenbildung an einer Stelle nicht mehr passiert ist, was eben dann nicht, also die Folge hatte, dass plötzlich der Reifen von Bottas wegfliegt oder von Hamilton. Das heißt, sie haben innerhalb von wenigen Tagen es geschafft, auf so ein riesengroßes Problem zu reagieren. Und das muss man auch einfach, da muss man auch einmal sagen, die arbeiten einfach krass. Klar haben die auch mit die größte Kohle, ist auch klar, aber du musst erstmal über Jahre so dominant in einer Sportart sein. Klar ist es irgendwo ein bisschen langweilig, aber man muss auch mal den Respekt haben zu sagen, ey, die leisten auch einfach verdammt krass gute Arbeit. Ja, ist halt echt so. Was gibt's noch für Teams? Oh shit! Oh, jetzt klingelt's bei dir. Oh, jetzt klingelt es bei mir. Ja, komm, dann mache ich mal kurz einen Entertainer. Könnte aber auch ein bisschen länger dauern, weil ich heute 10 Pakete hier abholen lasse. 10 Stück? Ja, komm, ich quatsch einfach mal gucken, wie viel mir einfällt. Okay, was können wir noch besprechen? Wir können vielleicht ein bisschen über Williams reden, weil auch da haben wir ja zwei Fahrer, die sehr unterschiedlich sind mit George Russell und Nicholas Latifi. Russell, wie ich finde, ich glaube, da würde mir Peter auch recht geben, ist einer der besten Fahrer im Feld, weil der einfach in diesem Williams auch das absolute Maximum rausholt. Und ich freue mich auf den Tag, wo George Russell vielleicht irgendwann ein besseres Auto bekommt, weil ich bin da einfach der felsenfesten Überzeugung, dass der zumindest um eine zukünftige Meisterschaft fahren könnte, wenn er eben ein Auto hat, was stark genug ist. Und vielleicht wird das ja irgendwann mal in den Mercedes schaffen, wenn ein Bottas nicht mehr ist oder Hamilton sagt, ich habe genug von meinen 34 WM-Titeln. Deswegen, ja, George Russell dürfte sehr gerne weiter beobachten, wie ich finde, auch ein sehr, sehr sympathischer Typ. Nicholas Latifi, da bin ich so ein bisschen auch zwiegespalten wieder, weil in der Formel 2 wurde er Zweiter letztes Jahr hinter Nyck de Vries. Viele sagen, er ist auch eine Art Pay-Driver, dadurch, dass eben, also der Familie Latifi gehört das Unternehmen Sofina. Sofina steht auch hinten auf dem Heckflügel von Williams, müsst ihr mal drauf achten. Und die haben damals... Das war nicht der mit der Abholung. Alles gut.
Okay, ich bin gerade bei Williams, habe gerade George Russell über alles gelobt und erkläre gerade den Leuten, warum viele sagen, dass Nicolas Latifi eine Art Paydriver ist, dadurch, dass seine Familie Besitzer von Sofina sind. Und Sofina, ihr müsst mal darauf achten, steht hinten auf dem Heckflügel drauf. Ich will es nicht falsch erzählen, Sofina ist Sofina Foods. Was war das nochmal? Irgendwas mit Essen, das weiß ich noch. Irgendwas mit Ernährung in Kanada, voll krass. Keine Ahnung, Papa ist Milliardär. Also, der hat seinen Sitz auch ein bisschen vielleicht deswegen bekommen, weil der Papa ein bisschen Geld hat. Ja, oder 100% deswegen. Naja, Ja. manche können auch so sagen, 100%. Ja, wobei er ein bisschen Auto fahren könnte, muss er ja schon. Also Ja, der, ich weiß ganz jetzt nicht, wie blinder ist seine er nicht. Erfolge in den anderen Feeder-Series sind. In so, ich weiß nicht, wie er in Formel 2 abgeschnitten hat, Genau, gerade beispielsweise. gesagt, der wurde letztes Jahr in der Formel 2 Zweiter. Also ein ganz Naja, blinder ist okay. er nicht. Hinter Nick de Vries wurde der Zweiter. Aber er hat es natürlich auch schwer neben George Russell. Also frag mal Robert Kubica. Neben dem musst du auch erstmal ja, es aushalten können. Ja, das stimmt. Ja, McLaren war so ein bisschen nicht, also ist mir jetzt nicht persönlich aufgefallen im Rennen, muss ich sagen. Ja, da muss man auch vielleicht ein, zwei Worte zu verlieren. Die waren jetzt in Katalonien nicht mehr ganz so schnell. Da geht der Trend auch gerade so ein bisschen. Die haben ein bisschen Probleme mit diesem Reifenabbau auch klarzukommen. Und Lando Norris, letztes Jahr ganz klar von Carlos Sainz geschlagen, ist dieses Jahr, auch wenn dann Katalunya jetzt dahinter war, vor Carlos Sainz. Also finde ich auch ganz krass, dass Lando Norris bei ihm du auf jeden Fall auch einen deutlichen Trend nach oben siehst, er immer selbstbewusster wird und Carlos Sainz auch den Druck spürt, ne? Weil er geht zu Ferrari, er müsste eigentlich ganz klar der sein, der Lando Norris hinter sich hält, aber dieses Jahr ist der kleine Lando, der Simracer, der nebenberuflich Formel 1 fährt, ganz gut unterwegs. Das finde ich so eine geile Geschichte. Der Ja, auf englische jeden Fall. Kommentator, hat auch das Duell Leclerc-Norris kommentiert mit die beiden Twitch-Streamer, die jetzt auf einmal sich auf der Strecke treffen. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Christopher schreibt gerade, Russell ist auch ein Paydriver. Ja, Checo Perez, wenn du so willst. Es gibt viele, die natürlich durch ihre Sponsoren es in die Formel 1 schaffen. Aber für mich, wenn du ein guter Paydriver bist, der wirklich vom Talent ist, auch so in die Formel 1 verdient hat, darfst du auch ein Paydriver sein. Wenn du nur wegen deinem Geld da bist, dann bist du eben wirklich für mich ein Paydriver tatsächlich. Nun gut. Hast du noch was Haben wir zu letzte Worte, meinst ne, besprechen, bevor wir zu unserer Fantasy League gehen? Ah, da kann ich mich mal ganz kurz anmelden, weil da habe ich auch schon seit ein, zwei Wochen nicht mehr reingeguckt. Nee, ich glaube, Formel 1 technisch haben wir wirklich alles abgearbeitet. Jack fragt mich gerade in meinem Chat, ob ich die Formel 1 schon länger verfolge, seit 98. Gut, da war ich 7, aber ich gucke seitdem ich klein bin tatsächlich die Formel 1. Es gab Jahre, wo es intensiver war und ein bisschen weniger, aber ja, ich gucke auf jeden Fall schon ein bisschen länger und ich wurde gefragt, ob ich. Predator fragt, Mike, was ist mit der DTM? Fahren die allein mit BMW weiter oder könnten die nicht zur Formel 1 stoßen? Also bin jetzt kein Prophet. BMW steckt ja schon in der Formel E drin. Da haben sie auf jeden Fall ein großes Projekt am Laufen. Wie die DTM weitergeht, weiß die DTM gerade selber nicht. Also so wie es aussieht, wird es die DTM in der Form, die wir sie jetzt gerade kennen, nicht mehr geben. Aber vielleicht passiert ja noch irgendwas in der Zukunft, um zumindest eine ähnliche Rennserie auf die Beine zu stellen. Ich kommentiere das mal so. Bist schon drin bei dir, Fantasy? Ja, ich muss gerade nur wieder suchen, wo steht, welche Punkte ich gemacht habe. So. Da bin ich immer am Struggeln. Ich bin der Schlechteste bei uns im Fantasy Formel 1 internen Team. Glaube, ich stand vor 2, 3 Wochen gar nicht so schlecht, aber das hat sich mittlerweile wahrscheinlich auch wieder verändert, weil ich so lang nicht mehr reingeguckt habe. Aber ich scheitere schon am Passwort. Muss ich mir erstmal wieder neu zuschicken lassen. Das ist super. Ja, ich habe beispielsweise, bei mir war Norris der Turbo-Driver, der jetzt nicht sein bestes Rennwochenende hatte. Der hat ja einige Positionen, glaube ich, verloren und ist dann auf 10 ins Ziel gekommen, glaube ich. Er hat 2 Positionen verloren und hat dadurch minus 4 Punkte gekriegt. Generell auch nicht. Generell, also er hat insgesamt hat er ein paar Punkte gemacht, aber Turbo-Driver hätte man besser woanders reinstecken können. Ja, ich glaube, mein Turbo Driver ist noch Lance Stroll, weil ich das damals gemacht habe, wo nicht klar war, wer Perez ersetzen würde. Lief jetzt auch nicht so optimal, also muss ich mal ganz kurz gucken. Wait, Stroll ist aber ein guter Turbo-Driver, glaube ich. Der müsste doch ein paar gute Punkte gemacht haben. Weil Muss der ich ist mal. doch. Wie vierter ist er denn nochmal geworden? Aber Er der ist ja ist jetzt nicht. Vierter Ja, vor guck Perez, mal. also vielleicht. Also, viel besseren Turbo-Driver kannst du nicht nehmen, weil Ja, aber Verstappen, Bottas. er war ja hinter Hülkenberg und Silverstone. Das war ja bei mir dann auch semi geil, aber mal gucken. Ja, Ich sehr muss. gut.
glaube aber, ich kann gerade nicht nachschauen, weil das Zuschicken des Passwortes. Ah doch, da Ah, ja, kommt's. gut. Warte, warte, warte. Siehst du deine Platzierung schon? Meine Platzierung in welchem In, Team? ihr habt doch eine Pizmeet-Liga, oder? Also, ja, wir haben eine interne und wir haben eine externe, ja. In Ja, der, vielleicht. also externe heißt, da können auch ganz viele andere drin sein. Und ich bin bei der, wo ganz viele andere drin sind, bin ich gerade auf Platz 1100. Von? 3200. Oh, komm. Das, also, ist das nicht Ja, mega geil, okay, aber. nee, mega Also, geil ist geht das schon. definitiv Wie nicht. viele Punkte hast du denn mit deinem Team? 883 habe ich insgesamt. 883. So, ich komme gerade rein. Oh Gott, das ist echt, ich finde, dieses Menü haben sie nicht so geil gemacht. So, hier ist mein Team. Guck mal, der Don Live Leagues. ist Platz 1300. Wait, Angelique schreibt auch, ich bin 1300. Das kann ich. Ihr könnt nicht beide auf dem gleichen Platz sein. Das funktioniert Oh, nicht. also in der Randliga bin ich auf Platz 1, möchte ich ganz kurz sagen. Mit wie viel? Mit 1102. What? Ja, siehst du mal, mein Team, soll ich mal kurz vorlesen? Ich habe. Scheiße, Oh, jetzt jetzt klingelt es hier klingelt's. nochmal. Ich kann den Chat so lange verraten, welches, wie mein Team aussieht. Mein Formel-1-Team ist Mercedes. Dann habe ich Lance Stroll als Turbo-Driver. Hamilton natürlich. Pierre Gasly, der ist natürlich auch ein Punktegarant. George Russell und, okay, Kimi Räikkönen. Aber 1100 Punkte ist nicht so schlecht. Ich habe noch eine zweite Liga, in der ich bin mit meiner Twitch- und Football-Community von meinem Podcast. Da bin ich auf Platz 6 von 32. Da hat der Beste 1203. So, deswegen, ich bin, glaube ich, relativ zufrieden mit der Punkteausbeute. Müssen wir gleich mal Peter fragen, auf welchem Platz ich vielleicht ungefähr in seiner Liga wäre. Aber 1102 ist ja, kann man, glaube ich, ganz gut mitleben. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, stimmt, Bambi, weil ich meinen Mega Driver schon gemacht habe. Stimmt, aber wenn ich dann 300 Punkte vor Peter bin, ist es ja trotzdem nicht so schlecht. Ich glaube, das kann man schon. Einmal darf ich mich auch selber loben, würde ich behaupten. Wobei, warte, ich guck mal ganz kurz. Joints. Bambi, auf welchem Platz bist du? Du bist Dritter. Ja, du bist 100 Punkte hinter mir, ne? Das ist jetzt auch. Mach mal deinen Mega Driver, dann sehen wir mal, wo du bist. Worum geht's gerade? Fragt Boss Granaten. Wir spielen Formel 1 Fantasy. Also, es gibt verschiedene Ligen, da kann man das zocken. Und da haben wir gerade unsere Punkte verglichen. Yes. Okay, dann Peter wahrscheinlich jetzt 10 Minuten an der Tür, um seine 20.000 Pakete abzuholen. Gibt es noch in beiden Chats Fragen, die wir motorsportmäßig beantworten sollten, dann mache ich das sehr gerne. Sven fragt gerade außer motorsportmäßig, ob ich einen Podcast schon aufgenommen hätte für den Football mit Carsten Spengemann. Nee, das machen wir heute um 5 Uhr, Sven. Folge kommt heute Abend raus. Läuft der Formel-1-Talk öfter, fragt Holy Moly. Ja, immer mal wieder, wenn es von der Zeit her passt, sehr gerne. Ich versuche das jede Woche zu machen, mal mit Peter, mal mit anderen. Es wird wahrscheinlich Ende August auf meinem Kanal einen Twitch-Talk geben mit René Rast von der DTM und Andrea Kaiser. Die haben beide Bock, also wahrscheinlich motorsportmäßig auf jeden Fall öfter, so häufig wie es eben geht. Formel 2-Favoriten, fragt Carl Jordan Ben. Ich bin großer Fan vom Talent von Robert Schwartzman, dem Teamkollegen von Mick Schumacher. Mick auch nicht so schlecht, aber ich glaube, Schwartzman ist tatsächlich gerade der talentierteste im Feld. Den sehe ich auf jeden Fall auch früher oder später, so wie Mick Schumacher auch, in der Formel 1. Die Frage ist nur, wie lange die beiden sich da halten können und wie weit sie kommen. An sich zu Mick Schumacher ist auf jeden Fall ein sehr, sehr reifer Typ. Also ich finde es krass, wie reif man von der Persönlichkeit sein kann, wenn man erst Anfang 20 ist. Und auf der Strecke, er macht doch hier und da ein paar Fehler, ist jetzt nicht der aggressivste in seinen Überholmanövern, aber also hat auf jeden Fall Talent, ne? Also viele sagen, nur wegen seinem Namen ist er so weit, dem würde ich widersprechen. Natürlich ist der Name, hat Vor- und Nachteile, aber er kann schon Auto fahren oder Formel 1 oder Formel 2 Formel-Autos fahren. So ist es nicht. Deswegen ist es ziemlich gemein zu sagen, er sei nur wegen seinem Namen so weit. So, was schreibt ihr noch? Welches Team ich mir vorstellen könnte in der Formel 1? Also, es haben ein paar von euch, glaube ich, geschrieben, Porsche oder BMW. Wäre natürlich für uns deutsche Fans sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Glaube ich aber tatsächlich nicht dran. Ich glaube nicht, dass Porsche oder auch BMW Pläne haben, in die Formel 1 zu gehen, weil es eben auch mit Kosten verbunden ist und die halt eher, ja, Porsche mit Porsche Cup eine eigene Serie in der Formel E jetzt auch rein investieren wie BMW. Da ist es in Corona-Zeiten,
nicht unbedingt ratsam, auch noch in die Formel 1 zu investieren. Was ist mit Nyck de Vries? Ja, Nyck de Vries fährt ja nicht mehr in der Formel 2, der ist aktuell in der Formel E unterwegs, aber an sich auch ein sehr, sehr guter Fahrer und sehr beliebt in den Niederlanden. Wird der Formel 1 Talk irgendwo hochgeladen? Ja, der wird natürlich real life auf Twitch auf beiden Kanälen verfügbar sein, aber ich glaube, Peter lädt ihn auch als Podcast hoch, also als PeteSmiet, als PeteCast. Könnt ihr natürlich dann auch real life euch geben. Wie heißt Mike auf Twitch? Schreibt Darius, weil ich schreibe das mal kurz frecherweise auch in Peters Chat mit einem Hi, dann seht ihr meinen Namen. Siehst du die Formel 1 noch langfristig als Erfolg oder eher Formel E? Fragt Yannick. Ja, ich bin jemand, ich werde immer die Formel 1 gucken, weil ich einfach ein großer Formel 1-Fan bin. Ich glaube, die Formel E macht viel richtig. Das ist auch sehr, sehr spannend. Kann aber auch hier und da noch ein bisschen besser werden, da du als normaler Zuschauer erstmal die ganzen Regeln nicht verstehst bei der Formel E. Wenn du aber einmal drin bist, ist meine Meinung, macht die Formel E viel Spaß, abgesehen von vielleicht dem Sound, der stößt dem einen oder anderen auf. Ich mag die Formel E an sich sehr, sehr gerne. Wer ist dein Favorit in der DTM? Fragt Hello High Ground. Nico Müller ist krass drauf. Ich glaube, die ja, Meisterschaftsfrage wird zwischen Nico Müller, René Rast entschieden und vielleicht mischen sich Robin Freins noch ein und von BMW, glaube ich, sehe ich am stärksten Marco Wittmann. Aber BMW ist ein bisschen hinten dran, was die Pace angeht. Gegenüber Audi. Aber DTM macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also jetzt am Wochenende, am Sonntag, war Unterschied zwischen Platz 1 und 2 lag bei 0,089 Sekunden. Das war die Zieleinfahrt. Das war eine Art Fotofinish. Also DTM macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es vielleicht das vorerst letzte Jahr ist. Aber ne, jeder hat da andere Vorlieben, was Rennserien angeht oder überhaupt Motorsport. Gibt ja auch viele, die finden Formel 1 langweilig. Muss man auch akzeptieren. Ich persönlich schaue die sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Da Darius schreibt, ich finde den Formel E-Sound eigentlich ganz nice. Wie gesagt, auch Geschmackssache. Ich finde, der Sound ist jetzt nicht der entscheidende Faktor bei der Formel E. MotoGP Beste, schreibt Major Okay. Oberst. Hast du deine Pakete alle abholen können? Ja, Ich habe ich halt war gerade jetzt ein echt. bisschen. Ich habe gerade einen kompletten Rundflug gemacht über DTM, Formel E und gerade wollte ich auf MotoGP kommen. Also ich habe gerade wirklich schön über alles gesprochen, was irgendwie passiert ist. Und es wurde gefragt, ob unsere Folge irgendwo hochgeladen wird. Du lädst es bei PeteCast hoch, oder? Ja. Das vielleicht noch als Information für euch, die das Real Life da mal schauen möchten. Und ja, sonst natürlich auch auf den Kanälen Real Life. So, ja, nee, das hat ein bisschen gedauert, entschuldige dafür, aber ich musste einige Pakete wurden gerade abgeholt. Die mussten. Kein Thema. Du kannst ja theoretisch Online-Frankierungen, finde ich ganz geil, weil du kannst halt sagen, okay, das Paket soll dahin gehen und ich möchte das nicht selber ausdrucken, sondern der DHL-Paketbote, der scannt dann den QR-Code, den du auf deinem Handy hast, druckt das einfach über sein Gerät aus und klebt das da drauf. Und das hatte ich jetzt bei 3 von den 10 Paketen und deswegen hat das ein bisschen gedauert, aber ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du so mit 10 Paketen auf dem Arm dann in die Tür reinläufst. Schatz, die Pakete sind da. ja, Ja. nee, kurzen Rundflug noch gemacht. Vielleicht die letzte Frage. De Curio fragt, ob ich die DTM Trophy mit Dana verfolge. Die fährt halt im Rahmenprogramm der DTM mit und ich freue mich natürlich sehr, dass Felix von der Laden da. Ich glaube, der hat sehr viel Spaß da und ist natürlich auch cool zu sehen, dass er da drin aufgeht. Nee, war schön, Peter. Schöne Stunde über Ja, alles Mike, gequatscht. herzlichen Dank, ne, war wieder sehr cool. Ich bedanke mich auch bei dir. Spaß gemacht. Jo, auf jeden Fall. Freue mich schon aufs nächste Mal. Vollgeist und oder über Formel 1 quatschen. Ja. Und dann würde ich mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden, damit ich noch ein bisschen mit dem Chat reden kann. Natürlich, viel Spaß und danke schön fürs Zuschauen. Bis Danke dir, demnächst. Ciao, Mike. Bis Peter. dann. Ciao.